Der Roman an sich läuft eigentlich über zwei große Stränge. Der eine Strang ist sozusagen diese Familiengeschichte der Neros, also diese Immigrantengeschichte. Und der andere, sehr viel größere Versuch von Rushdie, ist sowas wie so ein Zeitpanorama zu entwerfen. Der Reiz, und das macht ihn auch so aktuell und ich finde auch für Deutschland extrem wichtig, ist eben, dass in dieser Zeit dass er diese Symptome einer Spaltung beschreibt, die Symptome einer Spaltung einer Gesellschaft. These moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office. Diese indische Familie, die in Amerika ankommt und die schrittweise mit diesem Versuch, eine neue Identität anzunehmen, sozusagen einen Identitätswechsel zu vollziehen, jetzt anfängt, Schritt für Schritt zu spüren, dass das nicht funktioniert. Die Figur, die das also eben schrittweise aufdeckt, ist ein junger Filmemacher, der eben glaubt, jetzt in dieser Familie sein Sujet gefunden zu haben, seine goldene Zeitbombe, ja, sein Stoff und beginnt jetzt sozusagen live im Roman und auf der Bühne bei uns auch, einen Film über diese Familie zu drehen. Wir befinden uns eigentlich permanent in der Frage, was ist überhaupt noch, was gilt. Also, gilt noch was? Was ist real? Ja? Yeah, sure.